Herzlich willkommen. Entschuldigt, das ist ja was mit meiner Stimme hier. Ja. Zu einer neuen Folge Animal Crossing New Horizons. Wir haben noch nicht ganz März. Ja, man sieht's, 27. Februar. Aber so allmählich können wir mal wieder ein bisschen was aufnehmen. Genau. Hallo Yoshino übrigens erstmal. Hallo Gecko, tolles Outfit, Datte Bajo. Wollt mit dir reden. Heute Nacht ist jede Minute total verplant. Aber die Nacht durchmachen ist okay, wenn man das nur ein paar Mal in der Woche macht, oder? Ja, klar. Geht schon. Immer so eine Sache der Schlafrhythmus, ne? So ein bisschen in der Woche. Einmal geht das schon mal. Ein, zweimal, ne? Kann man auf jeden Fall mal machen. Also morgen ist Fasching in Animal Crossing. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den auch nochmal aufnehme. Eigentlich kennen wir das ja auch schon. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Wir haben jetzt leider abends. Ich hab's voll vergessen, dass ich eigentlich heute Nachmittag eine Folge aufnehmen wollte. Ja, in meiner Stadt hat sich natürlich jetzt nichts geändert soweit. Aber ich finde es einfach sehr schön, dass der Schnee jetzt wieder weg ist, dass es langsam Frühling wird. Sehr, sehr schön. Ja, wir müssen natürlich so die letzten Sachen in Happy Home Paradise dann natürlich noch machen, nicht wahr? Aber heute. Oh, Moment, habe ich das dabei? Natürlich nicht. Ich muss nochmal zurück. Verdammt. Heute hat nämlich die liebe Sophie Geburtstag. Ja. Die gehen wir jetzt besuchen und schenken ihr etwas Tolles. Ach ja, ich kann ja auch einfach hier hingehen. Zumal wollte ich auch mit euch die letzten, ja, Häuser werde ich machen. Also ich werde noch 5 Häuser mit euch machen, glaube ich. Weil dann dazwischen einfach auch das Krankenhaus kommt. Und werde 5-mal mit euch Fitnessübungen machen. Ja. Genau. Das nehme ich jetzt einfach gleichzeitig mit. Das wird dann unsere Tagesroutine. So, warte, ich wollte ihr mein Herz schenken. Wenn ich es finde. Ah ja. Mist. Wo ist es denn? Wie, das ist nicht hier. Wo ist es denn dann? Mann! So ein Müll. Ich habe es extra im Inventar gehabt. Hab natürlich mal wieder alles aufgeräumt. Gut. Hier müsste es aber jetzt gleich sein. Hier, ich wollte ihr, glaube ich, das hier schenken. Ja. Ab dafür. Genau. Also, ne? Es wird jetzt also vereinzelt, relativ unregelmäßig. Oder vielleicht ein bisschen regelmäßig, je nachdem. Also relativ unregelmäßig. Hier mal da. Und so wird es auf jeden Fall ein paar Animal Crossing New Horizons Folgen jetzt wieder geben, ne? Bis wir es eben dann letztendlich komplett durchgespielt haben, alles erreicht haben. Das wird bald der Fall sein. Na, hallo Sophie! Hallo Flauschi, wie cool, dass du dich auf meiner Geburtstagsparty blicken lässt. Alle Sorgen lässt du bitte draußen. Hier drin ist nur gute Laune angesagt. Genau das. Ach, schön. Guck mal, wie süß. Lupa ist auch da. Voll süß und so. Cool. Ach, ich mag diese Geburtstagsevents immer hier in Animal Crossing. Heute liegt wahrlich Musik in der Luft, findest du nicht auch? Denn Sophie hat Geburtstag. Die gute Laune des Geburtstagskinds färbt auch auf meine Wenigkeit ab. Einfach fabelhaft. Es ist so süß. So, pass auf. Hab mich so auf heute gefreut, dass ich die Tage gezählt habe. Ein Jahr lang. Jeden einzelnen Tag. Uhu, jetzt gibt's Kuchen und Geschenke. Du hast nicht zufällig was für mich dabei? Natürlich, pass mal auf, du. Schau, hier kriegst du von mir. Weil ich dich doll lieb hab. Hammer! Sieht echt super lecker aus. Tausend Dank für das Geschenk, Flauschi. Echt süß von dir. Immer gern, immer gern. Mensch, Sophie, du wohnst hier auch schon mit am längsten und so. Dich mag ich wirklich ganz besonders doll. Genauso wie Yoshino. Hops. Schön. Ja, Mensch, Sophie, alles Gute, ne? Hihi. Ich muss dann jetzt aber auch schon wieder gehen, ne? War aber sehr schön. Feier noch gut.
Bis bald, ihr beiden, echt? Tschüss. Haust du jetzt ab? Okay, aber super cool, dass du da warst. Hat mich so gefreut. Dank nochmal für das Geschenk. Ich hoffe, du kommst mal wieder vorbei. Einfach so und so. Immer doch, Sophie, immer doch. Ja. Mach's gut. So. Dass Sandrine hier ist, ist auch lustig. Gießt hier einfach die Blumen. Schön. Jetzt können wir auch hier wieder durchlaufen. Finde ich sehr schön einfach nur. In so einem kleinen Bambushain oder so. Oder Wald. Ja, herrlich. Immer wieder schön hier. Ja. Ah, richtig toll. Richtig toll. Genau. So. Ja, und dann wollte ich eigentlich jetzt einfach mal ein bisschen Fitness machen mit euch. Man bekommt nämlich auch was, wenn man das 50 Mal gemacht hat. Ja? Wer von euch hat die 50 schon voll? Wenn ihr es noch nicht habt, macht das mal. Deswegen, ich habe das extra so gemacht, dass es nur noch 5 sind. Ich wollte die letzten einfach mit euch machen, weißt du? Genau. Alter, meine Meilen, ne? 300, 3000? Pass auf. Dann wollen wir mal ein Ründchen. Ja. Oh ja, Gymnastik. Let's go, Leute. Dehnen und strecken. Immer schön fit bleiben hier. Wichtig. Ja, los geht's. Oh, süß. Da habe ich euch auch übrigens einen Tipp. Ihr müsst nicht immer alles drücken, was da unten steht. Passt mal auf. Hier reicht es jetzt nur ein... Ja gut, hier sowieso einmal nach oben. So. Und nochmal nach oben. Ja, und nochmal. Und nochmal. Schön. Ja, hier. Hier einmal kreisen, klar. Hier müssen wir es auch einmal machen, logisch. Aber wenn jetzt mehrere angezeigt werden, passt mal auf. Könnt ihr mal ausprobieren, nämlich. Hier müsst ihr das nur einmal nach links. Und das war's. Und einmal nach links. Das rechte macht er von alleine. Hier auch einmal nach links. Ihr müsst gar nicht A drücken. Müsst ihr nicht. Hier einmal nach rechts. Und der macht alles von alleine. Nur einmal müsst ihr immer alles drücken. Das ist mega interessant. Gut, hier das Runterdehnen schon, wenn er nach oben ist. Müsst ihr wieder runter zweimal. So. Ja gut, hier wieder kreisen. Andere Seite. Und nochmal linke Seite. Verwechselt man hier ganz gerne mal. Hier reicht auch einfach nur einmal B zu drücken. Einmal. Nicht mal A. Es reicht einmal B. Und dann geht's wieder hoch. Und das macht die ganze Sache so viel angenehmer. Ihr müsst diese Tasten einfach nicht spammen, weißt du? Das reicht. Das ist ziemlich praktisch. So. Sehr schön, sehr schön. Fantastisch. Ah. Gut. Das war das. Und jetzt wollen wir mal rüber zur Insel gehen kurz. Da habe ich auch extra was nicht weitergemacht, weil uns irgendwie Carlotta dringend sehen wollte. Dementsprechend schauen wir uns das jetzt in der Folge auch nochmal kurz an. Pass mal auf, was wollte die denn? Zur Arbeit gehen, bitte. Auf geht's. Mein Museum ist übrigens auch schon fast voll. Mir fehlen halt immer noch die obligatorischen 4 Fische. Ja, ich müsste mir die dann wirklich mal holen. Ich möchte das... eigentlich wollte ich das mit euch auch zusammen machen, dass ich irgendwann so eine Folge mache, wo ich den letzten Fisch abgebe und die Goldangel dann hole, damit ich euch alle Goldwerkzeuge zeigen kann. Weiß ich nicht, wann die Folge kommt. Vielleicht ist das auch die allerletzte Folge, weil das irgendwie noch das Schwierigste ist quasi. Oder das Anstrengendste. Aber ich denke, da wird es auch nochmal sowas geben. Hallo, auf einen neuen ertraglichen Arbeitstag. Ach ja, ich sollte dir was von Carlotta ausrichten. Kannst du vielleicht kurz zu ihr ins Büro gehen, bevor du dich den Ferienhäusern der Kunden widmest? Operation Nachricht ausrichten, abgeschlossen. Machen wir, machen wir. Deswegen, irgendwas ist da wohl.
Tatsächlich war die liebe Carlotta auch im letzten Auftrag krank. Die war also nicht da. Die musste tatsächlich zum... Also, no shit, die musste zum Arzt. Dann war sie einen Auftrag lang weg. Weil es ihr nicht gut ging. Das war wahrscheinlich so der Teaser ans Krankenhaus. Ein Holzfäller-Rucksack. Ja, großartig, habe ich schon. Dann wollen wir doch mal. So. Carlotta, was gibt es? Geht es dir gut? Oh, der Automat! Hey, kann ich dir etwas Tolles zeigen? Ist dir hier vielleicht etwas Neues aufgefallen? Das ist ein Bankautomat. Der Name erklärt sich eigentlich von selbst. Normalerweise erhältst du über ihn Sternis, doch dieser hier gibt auch unsere lokale Währung Pockys aus. Eine Namensänderung in Sterni und Pocky-Bankautomat hielten wir aber doch für etwas übertrieben. Der Verwandte, von dem ich den Amiibo-Scanner habe, hat mir auch das hier geschickt. Damit kannst du Pocky einzahlen oder abheben und Pocky gegen Sternis eintauschen oder umgekehrt. Oh, wie praktisch. Moment, Sternis gegen Pocky eintauschen? Oh, wie cool ist denn der Bankautomat? Das ist auch neu. Ja, den schaltet ihr frei, glaube ich, nach dem 23. Auftrag. Dann bekommt ihr den Bankautomaten. Lass mich das nochmal kurz nachschlagen, aber... Genau, nach dem 23. Auftrag. So korrekt gewesen. Der Wechselkurs ändert sich jeden Tag und es gibt ein Höchstlimit für den Umtausch. Bedenke das alles. Für deine harte Arbeit mit dem Hockey möchtest du ja vielleicht lieber Sternis mit nach Hause nehmen. Vorausschauend zu planen lohnt sich. Oh, also so ein bisschen... Okay, der Kurs ändert sich also. Ein bisschen rübenmarktmäßig dann auch. Das ist ja cool, oder? Vielen Dank für die Nutzung des Pocky Bankautomaten. Bitte wählen Sie eine der verfügbaren Optionen. Ah, oh, Tageskurs. Ah, ach so. Oh. Pocky zu Sterni, Sterni zu Pocky. Pocky zu Sternis. Aha. Oh, das ist ja mega cool. Das Maximum. Ah, verstehe. Hey, das ist ja voll cool und praktisch. Ach, wie schön. Und da so der Kurs ist... Ah, okay. Ah. Ja, mache ich aber mal 100.000 Pockys rein. Oh, wie cool. Das ist ja voll praktisch. Das ist ja mega. Aha. Schönes Ding. Schönes Ding. Genau. So, jetzt hätten wir eigentlich einen Auftrag noch. Und dann schalten wir tatsächlich auch das Krankenhaus frei. Ja. Aber Leute, das machen wir tatsächlich schon in der nächsten Folge. Ja? Wir sind jetzt auch ein bisschen kürzer oder so. Oder je nachdem. So ein Häuser einrichten dauert einfach ein bisschen länger und ein Krankenhaus erst recht. Dementsprechend würde ich die Folge hier tatsächlich schon beenden, damit die nicht überlang wird. Und ja, ihr wisst Bescheid. Jetzt gibt's wieder regelmäßig bis unregelmäßig wieder vereinzelte Animal Crossing New Horizons Folgen, weil wir das ja noch nicht durchgespielt haben. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich mich schon ein bisschen. Ist gerade echt ein bisschen schön, das auch wieder aufzunehmen. Ja, aber ich reise wieder zurück. Und dann, ja, bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn ihr keine Animal Crossing-Folgen verpassen wollt, ne, dürft ihr gerne den Channel abonnieren. Allgemein auch, wenn ihr einfach nichts verpassen möchtet, so alles, was Let's Plays angeht. Oder halt dann auch die Let's Plays aus unseren Streams. Ja, mit viel Retro und Nintendo. Abonniert gerne den Kanal. Ansonsten habt ihr auch von Animal Crossing eine Playlist in der Videobeschreibung. Und, ja, an der Stelle fliege ich jetzt aber wieder nach Hause. Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Euer Gecko. Tschüss.